Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Der Typ wusste nicht, wie man die Motorhaube öffnet, weil er sie in seinem ganzen Leben noch nie geöffnet hat. Abgeladen und in die Ecke gestellt. Für immer. Willkommen, Freunde, eine neue Folge Quarantäne TV. Wir sind jetzt, ich glaube, in der dritten Woche, in der vierten Woche. Ich habe keine Ahnung. Ich bin aber auf die Idee gekommen, dass ich euch mal was Spannendes zeige. Und zwar, ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre. Da haben wir natürlich auch so ein paar Sachen schon gesehen oder erlebt, die wir zum Glück auch teilweise auf Video oder auf Foto festgehalten haben. Ich glaube, ich habe 35.000 Bilder auf meinem Rechner. Da kannst du auch ein bisschen die Sachen durchgehen und gucken, was du vielleicht Spannendes deinen bisher noch überschaubaren Followern, aber ja, so den Leuten anbieten kannst, ne? Da ist mir was eingefallen, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Das habe ich schon mal ganz kurz auf meinem Instagram-Account gezeigt, aber das ist auch so ein bisschen untergegangen. Deswegen gibt es jetzt dazu eine ganz besondere Folge, denn wir haben, ich würde es als Sensationsfund bezeichnen, aber das müsst ihr selber sehen und dann könnt ihr es selbst beurteilen. Im Dezember 2012, also auch schon 8 Jahre her, habe ich mir eine Anzeige in Los Angeles angeschaut. Und in der Anzeige stand nicht viel drin, da war nur ein bisschen Text, 3 Zeilen und 1978er Corvette. Dann stand da ein Preis, ich bin mir auch wirklich nicht mehr sicher, aber ich glaube, der Preis lag um die 15, vielleicht 17.000 Dollar, irgendwie sowas. Ich glaube 18,5, das könnte es auch vielleicht gewesen sein. Und dann stand da irgendwas von Super Low Miles. Das kann ja alles heißen. Das kann ja auch bedeuten, dass der Tacho einmal durchgelaufen ist und der nette Herr glaubt, er hätte ein Low-Miles-Auto. Oder für manche sind ja auch 80.000 Meilen Low-Miles. Also, habe ich den netten Herrn angerufen und dann hat er mir eine Geschichte erzählt, wo ich glaubte, das wäre unmöglich. Die Geschichte ist wirklich so passiert, das ist kein Märchen. Ich und mein Kumpel Alex, schöne Grüße gehen raus, aus Dresden. Wir waren zusammen unterwegs und haben uns überlegt, okay, weißt du was, wir fahren da jetzt hin, gucken uns das Auto an, weil irgendwas stimmt hier nicht. Also einen Termin ausgemacht, hingefahren und was wir da gesehen haben, das würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal hier. Also, meine Damen und Herren, das hier ist eine 1978er Jubiläums-Corvette, 25 Jahre, hier noch schön mit dem Windows-Sticker. Naja gut, da gibt es ja viele, die sagen, naja, wenn ich das Auto verkaufe, klebe ich ihn wieder ran, sieht ja ganz schön aus. Wir kommen da hin und ihr seht schon, wie das Auto positioniert ist. Hinten ist ein Schrank, hier ist das Ding direkt an der Wand, die Reifen sind schon platt gestanden. Und dann kommen wir auf das Auto immer näher und gucken uns das an und der Lack ist soweit in Ordnung. Zwei, drei kleine Kratzerchen und sowas, die man hier sieht. Aber alles noch, wie gesagt, im sehr, sehr coolen Zustand, ne? Und dann gucken wir uns das Ding weiter an. Und da machen wir die Tür auf. Das ist die Situation gewesen. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe mich in ein Auto reingesetzt, was tatsächlich originale 9 Meilen auf der Uhr hatte. Das ist nicht vorstellbar. Ihr findet irgendwo eine Anzeige ohne Bilder, 3 Zeilen, etwas überteuerter Preis und dann denkst du dir, da passt irgendwas nicht in die Regel und dann willst du auch der Sache nachforschen, weil du natürlich glaubst, du machst den Deal. So, was ist passiert? Da haben wir uns mit dem Typen unterhalten und der hat uns Folgendes erklärt. Der hat das Auto 1978 gekauft. Die Firma, bei der er das Auto gekauft hat, das Autohaus, hat ihm das Auto angeliefert, abgeladen und in die Ecke gestellt. Für immer. Es wurde nie wieder irgendwas an dem Auto gemacht. Der Typ wusste nicht, wie man die Motorhaube öffnet, weil er sie in seinem ganzen Leben noch nie geöffnet hat. Das Auto wurde auch in der Zeit nicht gestartet. Dazu komme ich aber später nochmal. Also ich kann euch sagen, ich und Alex, wir saßen da und wir dachten, Halleluja, was ist denn das? Und dann macht natürlich dieser Windows-Sticker auch super Sinn, weil das Ding kam so vom Händler. Das stand so da, da sind alle Preise zu sehen. Das ist leider natürlich so ein bisschen, mal gucken, ob wir hier so ein bisschen ranzoomen können, ja. Also da waren auch ein paar Optionen und sowas mit dabei. Ich kann leider den Gesamtpreis nicht sehen. Irgendwas vielleicht um die, ach nee, hier haben wir es ja, 15.000. 297 Dollar und 21 Cent. Und hier steht auch noch, dass es das Sondermodell ist. Hier haben wir noch die originalen Schlüssel. Die sind auch noch sehr scharf, weil nie benutzt. Also wirklich, du schaust das an und du denkst, das kann nicht wahr sein. Natürlich freust du dich, weil du im Hinterkopf dir denkst, das könnte ein geiler Tier werden. Hier haben wir, das sieht man auch ganz selten, die originalen Blue Plates. Diese Blue Plates wurden von 1970 bis, oh, jetzt soll ich nicht lügen, ich glaube bis 89 verwendet. Aber korrigiert mich, falls ich falsch bin, ich weiß aber definitiv ab 1970 und das ist ja ein 78er Modell.
originale Blueplates nie anmontiert und das, was ihr hier seht, das ist die erste Registrierung. Das ist natürlich, wenn man sich das anschaut, ein geiler Fund. Also ich muss sagen, dass ich selbst heute noch mit Leuten darüber rede, weil das wirklich so ein mega, mega cooler Fund war. Ihr seht, das ist alles super eingestaubt und ihr seht auch hier, da ist natürlich die Korrosion durch mangelnde Luftzirkulation und sowas alles. So, und jetzt zeige ich euch mein Video. Es ist leider nicht mehr in so einer mega Qualität, aber man sieht trotzdem ganz gut, was wir hier haben. Und das Ding ist an diesem Auto, ihr werdet kein besseres Beispiel für ein originales Auto finden als dieses Auto. Es wurde ja nichts an dem Auto getan. Selbst die Luft, die in den Reifen drin ist, ist von 1978. Jetzt schauen wir uns mal hier das Auto an. Und jetzt schaut euch mal diese katastrophalen Spaltmaße hier hinten an. Ich weiß, Amis sind sowieso nicht bekannt dafür, dass sie Spaltmaßkönige sind. Das wissen wir alle. Aber es ist trotzdem schon erschreckend, wie Autos original vom Werk ausgeliefert worden sind. Wirklich. Also du guckst dir das an. Unser einer heute würde den Mercedes gleich wieder zurück ins Werk schicken und würde da einen riesen Aufstand machen. Der Herr, der das gekauft hat, hat das als Spekulationsfahrzeug sich zugelegt. Dazu muss man wissen, dass gerade so die 58er Corvette ja super beliebt ist, 59er natürlich auch von der C1. Und da hat man schon so ein bisschen diese Hintergrundgedanken gehabt, von wegen so, das könnte ein Fahrzeug sein, was irgendwann mal sehr viel wert ist. Der Typ hat am Ende gemerkt, das ist leider nicht so. Da hat er sich auch sehr drüber geärgert. Viel Geld damit hat er nicht verdient, wenn du dann noch die Inflation runterrechnest und so. Also da hat er sich brutal verkalkuliert. Er musste aber umziehen, das Auto musste weg. So, wenn wir uns jetzt das hier weiter anschauen, ihr seht, das sind brutale Spaltmaße. Dann ist hier wieder gar keiner. Und ihr seht auch hier, der ganze Staubschmutz, das hat sich alles hier natürlich über die Jahre auch unter der Abdeckung angesammelt. Ja, trotzdem super spannend zu sehen, wie die Autos da ausgeliefert worden sind, ne? Und ihr seht, schaut euch mal bitte das hier an. Da würden wir heute einen Unfallschaden zu sagen. So kam das Ding vom Werk. Guckt euch mal die Lichter an, wie die hier vorne rausstehen. Ich meine, gerade da kommt der Wind drunter und schiebt das hoch, macht Windgeräusche. Also heute, wenn du das Auto zu einer Versicherung bringst, dann ist das auf jeden Fall ein leichter Frontschaden. Motorraum sehen wir, hier hat der ganz leichten Staubfilm. Das hat sich einfach so über die Jahre angesammelt. Und ihr seht hier die ganzen Verkleidungen und auch hier, da ist gar nichts bewegt worden. Da hat man auch sich leider wenig Mühe um das Auto gemacht, weil die Situation natürlich folgende ist. Wenn das Auto seit 78 nicht gestartet worden ist, man hat keine Ölwechsel gemacht, man hat das Auto nicht warm laufen lassen, man hat nichts gemacht, gar nichts. So, das heißt, bevor du das Auto startest, wenn du es auf die Schnelle machen willst und ein Risiko eingehen möchtest, lässt du erstmal den Öldruck aufbauen, guckst, was bei rumkommt und dann versuchst du ihn zu starten. Wir kennen das von der Lamprecht oder Lamberts Auktion, wo ganz viele originale Autos verkauft worden sind. Das war, glaube ich, in Arkansas vor 3-4 Jahren. Da gab es auch Leute, die haben Autos mit 5 Meilen oder sowas, haben durchorgeln lassen, haben ihn gestartet, der lief. Das kann gut gehen, aber ich glaube tatsächlich, dass bei solchen Situationen, wo das Öl komplett abgelaufen ist, wo auch die ganzen mechanischen Teile nicht mehr bewegt worden sind, dass du da einfach das Risiko eingehst, dass die Kolbenringe festgebacken sind oder sich festgesetzt haben. Und wenn du das einmal startest, dann kannst du die Kolbenringe auf jeden Fall neu machen. Und vielleicht auch noch irgendwas anderes. Also, ich hätte das so auf jeden Fall nicht gemacht. Ich hätte das Auto nach Deutschland gebracht, hätte es behutsam wieder technisch aufgearbeitet und hätte aber außen alles so gelassen. Jeden Kratzer, jede Delle, so wie das Auto ist, mit dem Windows-Sticker, weil das war wirklich ein super, super Museumsstück. Jetzt schauen wir uns mal den Innenraum an. Der muss auch gesagt haben, Leute, bitte gebt mir das Auto so, wie es vom Werk kommt, weil der Händler ist normalerweise angewiesen gewesen, dass nämlich diese ganzen Pappteile und diese Seatcovers und sowas, die sollen ja raus, das soll der Kunde ja gar nicht sehen. Also wirklich, da ist ein bisschen Schmutz, weil da natürlich immer wieder mal irgendjemand sich reingesetzt hat, aber das ist sehr überschaubar. Ihr seht, dass das Lenkrad noch die originalen Wraps hat. Also selbst das wurde noch nicht ausgepackt. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Wo findest du so einen geilen Deal? Das hier war natürlich schon eine ganz geile Nummer. Also das muss ich wirklich sagen. Man sieht die Türhäume und sowas alles. Das sieht alles wirklich super, super nice aus. Hier haben wir noch den originalen Staub und so. Also das ist natürlich, guckt euch ja das hier an. Das sieht ja fürchterlich aus, ne? Das ist original vom Werk, haben die das hier so gebaut. Wenn jetzt einer kommt und sagt, also ich glaube, der Wagen hatte mal einen Unfall, dann kannst du ihm das Video hier zeigen und sagen, Keule,
Das Ding wurde so ausgeliefert, also nichts mit Unfall. Hier unten diese Schweißen hat, das sieht grauenvoll aus, aber das haben die so gemacht. Auch hier der Kleber, der dann nicht richtig abgelaufen ist. Also ja, mega, mega spannend, weil man dann auch wirklich so eine Zeitreise macht und sieht. Also wie wurden die gebaut? Was für Fertigungstoleranzen hatten sie? Das ist ja sonst normalerweise undenkbar. Tageskilometerzähler 0 und 9 Meilen. Und die wird er im Werk irgendwann gemacht haben, um warm gelaufen zu werden. Testfahrten, Prüffahrten, wie auch immer. 9 Meilen sind, glaube ich, 16 Kilometer oder sowas. Mehr hat er nicht. Ja, also das ist das Auto. So viel kann ich euch dazu erzählen. Jetzt geht es natürlich um die Frage, was haben wir danach getan? Also nach langen Verhandlungen, wie gesagt, ich habe die Zahlen leider nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, der wollte um die 18, 18,5, 17,5, irgendwie sowas in dem Dreh haben. Und wir haben ihn, ich glaube, auf 14,5, 14,7, 14,8 runtergehandelt. Dann ging das darum, da hatte ich mit einem Kumpel telefoniert, der gerade in Deutschland ist. Und da haben wir uns besprochen, kann man das machen, inwiefern gibt es dafür in Deutschland einen Markt? Wollen wir das machen? Weil da ging es auch darum, dass man natürlich das Auto auch behutsam wieder technisch zum Leben zurückholt, weil das natürlich auch für den potenziellen Käufern von immenser Bedeutung ist, dass der originale Motor ja irgendwie auch läuft. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir das Auto kaufen wollen. Und ich rufe den Typen an und er sagt zu mir, hör zu Patrick, es tut mir leid, aber gestern war ein Händler da, der hat das Auto gekauft für den vollen Preis, den ich haben wollte. Und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich darüber geärgert habe. Und ich habe mich noch mehr darüber geärgert, als das Auto 2 Wochen später bei eBay für $50.000 drin stand. Ich glaube, es war eine Auktion, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Und ich habe mich so darüber geärgert und habe mir gesagt, wenn ich nochmal so einen Deal habe, dann greife ich zu, weil das kann nicht wahr sein. Aber gut. Man lernt aus seinen Fehlern. Es gibt so einige Geschichten, die ich dazu noch sagen könnte. Glaubt mir, manchmal steht euer eigenes Ego da im Weg. Meine persönliche Meinung zu solchen Autos. Es ist super cool, aber für mich als Autoliebhaber, ich will die Autos bewegen, ist das nichts. Warum? Du hast natürlich immense Folgekosten. Das muss der Kunde, der das kauft, auch wissen. Du musst das Auto komplett zurückholen, du musst alle Flüssigkeiten wechseln, du musst gucken, dass alle mechanischen Teile in Bewegung sind und nicht irgendwie sich abnutzen, weil sie lange nicht irgendwie geschmiert worden sind. Also du hast da wirklich viel zu tun. Das wusste ich auch und ich hätte das auch dem Kunden natürlich auch so kommuniziert. Aber am Ende haben wir es nicht bekommen. Ich bin der Meinung, so ein Auto so stehen zu lassen, lohnt sich nicht. Wir haben es an dem Beispiel gesehen, er hat 15.000 irgendwas Dollar bezahlt, er hat $18.500, sagen wir mal, am Ende bekommen. Die Nummer hat sich überhaupt nicht gelohnt und am Ende ist es ein Fahrzeug, kein Stehzeug und das Auto dann einfach nur in die Ecke zu stellen, um den Wert für den Nächsten zu erhalten, ist ungefähr so, als würdet ihr eure Freundin auch für den Nächsten erhalten. Also, das war's von mir erstmal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich musste euch unbedingt mal unseren Sensationsfund hier zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen, folgt uns auf Instagram, meldet euch bei uns, wenn ihr ein Auto sucht. Wir haben interessante Anfragen und wir sind da auch wirklich kräftig hinterher. Aus Österreich kommt immer mehr, aus Frankreich hatten wir jetzt einen Deal. Also, wir kriegen alles hin, wir können alles umsetzen. Wir können natürlich nicht zaubern. Also, wir hatten heute eine Anfrage. Mustang Fastback im guten Zustand für 20.000 Euro. Nein, das geht natürlich nicht. Wir können vieles ermöglichen, aber wir können auch nicht zaubern. Aber ja, wenn wir können, helfen wir sehr gerne. Das war's von mir. Vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben.